Believe it. You're gonna regret this. Fuck. Okay. Sauber, dann machen wir das halt auf andere Seite. Auf andere Weise. Das ist halt Schießbude jetzt, ne? Ich komm gleich zu dir. Alter, ja. Was will ich mit so scheiß Gummiband gerade? Ja, ja. Komm. Cola. Verdammt. Verdammt. Ja, jetzt verpisst er sich wieder. Give me a hand in here, boys. These guys don't believe my many lies. Give up well, now. I suppose I Komm, bitte eine Cola, sauber. Ja, jetzt bist du auch dran, ne? Ja, Derby, bis unbesiegbar. Sieht man. Komm, Derby, lass uns tanzen. So, er ist im roten Bereich. Mein Freund, komm. Ja, schick doch deine komischen Bimbos hier hin. Hat viel gebracht. Sauber. So muss das. Derby. Vogel, ey. Alle am Boden. Who's the boss now? I can't hear you, rich kids. Who's the boss now, my waspy little friend? Answer the question. You are. Louder. You are. That's right. Me. Now you girls learn to play nice. You understand? Tja, haben es den Preps gezeigt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir trotzdem noch mal Ärger mit denen kriegen. Now Darby is really stupid, malevolent and rich. So it will surprise none of you. Die Liebe ist ein seltsames Spiel, Kapitel 3. But this is my story, not his. With the trust fund babies under control, it's time to turn my attention to their sworn enemies, those greaseballs. You're in the wrong part of town, rich boy. Aha. Haben wir anscheinend. You're pretty proud of yourself. You taught those rich scum a lesson. They're rich, weak bullies. It was easy. They picked a fight with me, and I showed them who was boss. And Gary got them to pick that fight, so maybe you'll show him as well. Gary's an even bigger problem. He'll have to wait. Hey! What's this throwback want? A haircut? A nice strong man to cuddle up to? Who knows? Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody tells Johnny anything. Johnny Vincent does the telling. Well, he doesn't tell me what to do. Now beat it, greaseball. You're causing an oil slick. I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? You're gonna pay for this. What is wrong with this place? Everyone here either needs help, wants to beat you up, or both. Well, you know who Johnny Vincent is, though, don't you? No, and I don't care. He's head of the greaser clique. Get friendly with him, and he can help you get to Gary. Yeah, maybe. Tell you something, Pete. This place blows. Tell me about it. Das stimmt allerdings. Der Platz hier ist total irre. Sauber! Das heißt, das nächste Kapitel ist anscheinend geschafft. Das heißt, wenn wir das jetzt so weiterführen, ist die Story auch irgendwann dann im Arsch. Aber das heißt im Arsch, dann ist sie halt vorbei. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie viel Kapitel das Ganze hätte. Wir sind jetzt in Kapitel 3. Gary ist der Hauptteil. Wenn jetzt jedes Kapitel eine
Dings ist. Kapitel 1 war, schätze ich mal, die Bullies mit Russell und so. 2 jetzt die Preps. Naja. Weihnachtszeit scheint jetzt hier zu sein. Schnee? Ja, okay, Winterzeit. Geil. Arbeitslehre. Jo, passt vom Stundenplan. Ja, dann machen wir jetzt erstmal wieder Unterricht. Dann machen wir jetzt erstmal Arbeitslehre. Also das passt wirklich mit dem Teil, was ich meinte. Dass der Unterricht, ich bin in der falschen Richtung. Dass der Unterricht so wirklich endschleifenmäßig abläuft. Dass wir das machen können, wann wir wollen. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich schlauer gewesen. Aber naja, deswegen ist es ja auch blind. So, machen wir mal Arbeitslehre 2. Gucken, ob wir es jetzt hinkriegen. Alright, kids. I'm in a crap mood today, so just shut up and get to work. Beruhig dich doch erstmal. Oh Mann. Yo. Gucken, ob wir es hinkriegen. Good work, Hopkins. Ja, klappt schon mal. Alright, you're getting somewhere now. Oh, das war's jetzt schon. Ich habe das irgendwie schwieriger in Erinnerung. Warum haben wir das denn das erste Mal nicht geschafft? Vielleicht habe ich jetzt einfach gerade... Vielleicht bin ich gerade irgendwie besser drauf. Neues BMX-Rad freigeschaltet. Gut, dass wir die Dinger fast nie benutzen. Naja, egal. Oh, was haben wir denn jetzt? Oh, da ist was Neues freigeschaltet, glaube ich. Alles weiß, richtig gut. Verliebte Köchin, Schneebälle. Schneebälle scheint da hinten zu sein. Oder? Keine Ahnung. Irgendwas scheint auf jeden Fall in der Schule zu sein. Gucken wir uns mal danach um. Gerade habe ich richtig Bock, richtig viel heute zu zocken. Dann müsste als nächstes ja Fotografie kommen. Ey, ich finde das richtig geil, wie sie hier dann die Charaktere umgestalten zu den Jahreszeiten. Richtig gut. Mal gucken, welche Aufgabe hier in der Schule ist. Ich schätze mal, Schneebälle ist hier, weil irgendwie wird das mehr Sinn machen. Schneeballschlacht so schulmäßig. Ne? Wisst, was ich meine. This place is totally pathetic. Da unten ist das, aber ich gehe erstmal oben wieder speichern. Weil, ne, ein Fach abgeschlossen ist immer ein Spielfortschritt. So. Speichern. Alt. Nochmal speichern. Oben. Sauber. Jo, ich würde erstmal wieder sagen, das war's für diesen Teil. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Part, nächste Session. Hoffe, ihr habt Spaß immer noch mit dem Projekt. Mir macht's richtig viel Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, willkommen zurück zu Bully. Wir sind in Kapitel 3, glaube ich, jetzt angelangt. Ja. Ist erst nur 5 Minuten, ist glaube ich 10 Minuten her, dass ich das letzte Mal jetzt aufgenommen habe. Ich hatte eine kleine Pause zwischendurch. Ja, egal. Auf jeden Fall, wir sind in Kapitel 3. Es ist Weihnachtszeit. Und als nächstes dürfte Fotografie anstehen. Arbeitslehre war vorhin Fotografie. Doch, das ist das nächste. Oh, am nächsten Tag ist wieder Biologie, da geht's wieder ans Sezieren. Schätze ich mal. Egal. So, wir warten nochmal eben bis 1 Uhr. Fotografie ist, glaube ich, auch in dem Kunstraum hier hinten. So langsam kenne ich mich aus. Und? Aber sicher doch. Ich sag ja, wir lernen das Ganze hier wirklich gut kennen. Ich habe meine Kamera nicht vergessen. Was wollen wir denn heute fotografieren? In New Coventry. Die Landstreicher. Wie assi ist das denn? Oh ne, jetzt legen wir uns hundertprozentig aufs Maul. Wallglatt. Wallglatte Straßen. Mit Sicherheit legen wir uns aufs Maul. So. Das ist dann da hinten. Das ist ja jetzt ein neuer Stadtteil, wie ich so sehe. Finde ich gut. So langsam lernen wir hier mal alles kennen.
Ich hab nichts gemacht, Polizei. Ich hab grad schon wieder Sirene gehört. Ach ja. Ich hab's heute irgendwie im Adrenalin. Ich hab irgendwie Bock, heute das Spiel durchzuzocken. Aber irgendwie will ich auch nicht zu schnell alles durchzocken. Aber das Spiel macht mir gerade unheimlich viel Spaß. Ein Landstreicher. Da vorne, da ist auch einer. Nee, das ist kein Landstreicher. Egal. Alter! Unterrichtsfoto geschossen. Sauber. Lass mich! Lass mich! Lass mich, ich hab Husten. Da ist der Nächste. Da vorne ist noch einer. So, dann wird jetzt hier der Nächste geschossen. Wait, hey, Alter, lasst mich. Ich krieg hier Anfälle, wenn die mich attackieren. Piss dich, meine. Piss dich, Alter. Schlechtes Foto, zurück. Komm. Ja. Oh, was ist das hier? Pisst euch doch mal. Ey. Hm. Ist in Ordnung. Wo ist der Penner da vorne? Och, was ist das denn hier? Komm. Ich will Fotos machen. Das ist doch... Ich komme mir gerade mit der Sicht überhaupt nicht klar. Also das ist doch mal jetzt... Alter, weißt du was? Jetzt ist der Kerl weg. Danke. Unterrichtsfoto geschossen. Sauber. So, einen brauchen wir noch. Pisst euch, ihr nervt echt. Sicher kann ich das. So, sauber, haben wir geschafft. Kehre zum Klassenzimmer zurück. Das machen wir als Nächstes. Bisschen Aggression war jetzt gerade dabei, weil die Kameraperspektive echt für einen Arsch ist. Ich will jetzt hier eigentlich keine Flüche benutzen. Aber egal, Schulbus, ab zur Schule. Sparen wir den Weg. Nee, also die Kamerasicht, das ist doch ein bisschen blöd geregelt. Ich glaube, das liegt damit zusammen, dass das Spiel die Steuerung nicht so wirklich für den PC optimiert hat. Ist mir schon aufgefallen, weil Sprinten auf alt ist, aber trotzdem kann ich dem Spiel nicht wirklich ein Kritik. Das ist für mich kein Kritikpunkt. Eine Steuerung ist reine Gewöhnungssache. Deswegen. Aber die Kamerasteuerung, die war doch ein bisschen für die Katz. Aber egal. Das ist halt, wenn uns alle Leute attackieren. Es ist ein bisschen schlecht, aber. Sauber. Ja, wir sind gut. Sauber. Dritte Fotografiestunde auch erledigt. Was? Extra Fotoalbum jetzt. Achso, jetzt kann ich 15 Fotos darin speichern. Haben wir denn schon welche? Aha. Muss ich nicht verstehen. So, zwei Aufgaben haben wir. Schneebälle und verliebte Köchin. Gucken, wo ist denn was? Da ist eins. Ach ja, und eins ist auch hier. Dann wollen wir mal in die Cafeteria gehen und die Aufgabe jetzt machen. Ich habe ja das Gefühl, dass hier alles lauter ist als ich. Verliebte Köchin. Schneebälle ist also in der Stadt. Gut, machen wir das mit der Köchin. Ach, die Alte schon wieder. Oh, hey, kid. How do I look? Great. Who's the lucky guy? Dr. Watt. The chemistry teacher? Uh-huh. I don't know what it is about that guy, but every time I get a look at his bald head and manic eyes, I go all gooey inside. Okay. Will ich mir gar nicht vorstellen. Yeah, it's true.
love is blind. I sure hope so. Hey, kid, I need you to do me a favor. Dr. Watts doesn't actually realize that we're going on a date yet. But we are. And I need to get ready. So, can you get me Ms. Phillips' perfume from the staff room? You know where that is, right? Oh, and I almost forgot. Some candy and some sedatives. And for the sedatives, don't buy them. Just look for them in the trash. Okay, I can do that. Good. Die Frau hat doch einen Schatten. Boah, da kriege ich irgendwie Gänsehaut bei. Egal. Machen wir das für die Alte. Besorge Ednas Sachen. Das ist da vorne das Parfüm und der Weihnachtsbaum war uns gerade im Weg. Wie können wir denn die... Warte mal, wo ist denn der... Wo ist denn der Feuerhahn? Hi. So, die müssten jetzt da weg sein. Sauber, geschafft. Super. Parfüm haben wir. Und das nächste ist in der Stadt Schokolade kaufen. Machen wir. Ist ja nicht schwer. Wir haben ja sowieso noch Zeit. So, und dann geht's. Ey, wo ist das? Da ist das Skateboard. Also ich bevorzuge echt das Skateboard gegenüber den Fahrrädern. Weil Fahrräder sind irgendwie so... Nee, also es ist zu umständlich hier drinnen auch zu fahren. Falsch. Jimmy! So, dann fahren wir mal hier lang. Wir müssen noch im Müll suchen und die Schokolade kaufen. Dann haben wir alles für die eklige Köchin. Die ist aber auch... Bah, nee. So war das... Das geht nicht, finde ich. Bah. Naja. Er schubst ihn vom Fahrrad.